Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe 2021. Und in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, aus unterschiedlichen Andachten zu Bibelleseplänen der YouVersion Bible App zu lesen. Und da habe ich aus einem fantastischen Bibelleseplan, der heißt Jesus kommt, was ja irgendwie das Ding von Weihnachten ist, ne? So wie auf meinem T-Shirt steht, it's a Mickey thing, ist das a Christmas thing, dass Jesus kommt. Und da lese ich aus Johannes 10, die Verse 10 und 11. Da sagt Jesus über die Art und Weise seines Dienstes, über die Idee Gottes, so wie Gott wirklich ist von seinem Wesen her, sagt er, der Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Im Gegensatz also zu einem Dieb, der nimmt und stiehlt, ist Jesus gekommen, um zu geben. Diese Wesensart von Gott stellt Jesus uns vor. Die lebt er uns vor. Und an seinem Leben sollen wir sehen können, ah, so ist Gott. Er will gar nichts von uns wegnehmen. Er will nicht stehlen, sondern er will geben, und zwar Leben. Er will nicht irgendetwas geben, was wir sowieso nicht brauchen, sondern er will uns Leben geben und das im Überfluss. Jesus will nicht nehmen, er will dich beschenken. Darum macht es eben auch Sinn, sich an Weihnachten zu beschenken, um sich daran zu erinnern. Es kommt nicht auf die Größe des Geschenks an oder darauf, dass es unglaublich viel kostet oder dass es denselben Wert hat wie das Geschenk von demjenigen, von dem man es bekommen hat, sondern es geht um das Schenken an sich, um uns daran zu erinnern, dass Gott uns in Jesus das Geschenk des Lebens macht. Und Gott will uns seine Liebe schenken. Jesus schenkt in Fülle. Er schenkt dir Gnade und Liebe. Er will dich nicht berauben, er will dich segnen. Manchmal sehen wir vielleicht in Jesus jemanden, der uns einschränken will, uns klein halten möchte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir an Menschen denken, die wir lieben, dann ist doch das Erste, was wir uns für sie wünschen, dass es ihnen gut geht. Jesus liebt uns genau so sehr und er wünscht sich, dass es uns gut geht. Er will das Beste für uns. Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, dass Jesus nur das Beste für dich will? Hast du schon mal gebetet und nicht bekommen, was du erbittet hast? In diesen Situationen hatte Gott etwas Besseres für dich. Ist dir dieser Gedanke schon einmal gekommen? Und mit diesem Grundvertrauen, dass Gott das Beste für dich will und dass er etwas Gutes für dich im Sinn hat und geplant hat, als jemand, der den Überblick schon hat, kannst du dieser Vorstellung folgen, dieses Jahr im Advent, auf dem Weg zu Weihnachten hin? Das wäre doch mal spannend. Diese Idee eines Gottes zu denken und dann mal so zu tun, als ob es wahr wäre und daraufhin dein Leben zu fühlen, zu spüren, und vielleicht neu zu bewerten, das, was dir passiert. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude und freue mich darauf, morgen das nächste Hoffnungstürchen mit dir öffnen zu können im literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Bis dann, ihr Lieben.